Hallo liebe Fred Carpets, ich melde mich von unterwegs aus dem Auto. Das ist natürlich kein Grund, euch keine Streaming-Perle zu präsentieren diese Woche. Ich stelle nur kurz das Handy mal auf dem Lenkrad ab, damit es nicht so wackelt. Es geht um eine meiner absoluten Lieblingsserien. 4 Staffeln gibt es von der schon auf Amazon Prime. Ich bin gerade bei der 4. und auch letzten, so wie es angekündigt ist. Und diese Serie heißt Unreal. Es geht in dieser Serie um eine Serie, also ich will euch nicht verwirren, aber es geht tatsächlich um eine Serie, die in dieser Serie spielt. Und diese Serie ist nachempfunden dem amerikanischen Bachelor, nur dass die Serie hier in dieser Serie Everlasting heißt. Schluss mit Verwirrung. Auf jeden Fall arbeitet bei dieser Serie Everlasting eine Producerin namens Rachel Goldberg, die hier unsere Hauptprotagonistin ist. Und sie ist eine Meisterin darin, die Kandidatinnen zu manipulieren, ihnen Tränen, Schreikrämpfe und sonstige Aufregungen zu entlocken. Halt eben alles das, was gut für die Quote ist. Und dabei können wir ihr aber zugucken, wie dabei peu à peu ihre eigene Seele zerbricht. Gespielt wird Rachel Goldberg von Shiri Appleby, die mir bis dahin auch noch nicht aufgefallen ist, aber wirklich eine ganz tolle Schauspielerin ist. Sie spielt an der Seite von Constance Zimmer, die wir schon kennen aus House of Cards und ganz vielen anderen Serien. Die spielt ihre Chefin Quinn. Die beiden haben auch ein ganz seltsames Abhängigkeitsverhältnis, das spannend ist zu analysieren. Also wir haben es hier mit einer Serie zu tun, bei der man ganz tief wieder in die Psyche der Protagonistin einsteigen kann. Und sowas finde ich ja, wie ihr vielleicht schon wisst, sehr, sehr spannend. Was auch noch bekannt ist bei Unreal, ist, dass die Ideengeberin und Produzentin tatsächlich mal 2 Jahre lang beim amerikanischen Bachelor gearbeitet hat, da wohl in einem Knebelvertrag steckte, aus dem sie angeblich durch eine Selbstmorddrohung erst herauskam. Und ich meine, wir wissen ja alle, dass beim Reality-TV so einiges geskriptet ist, aber wenn man Unreal sieht, fragt man sich dann vor diesem Hintergrund natürlich schon noch einmal mehr, inwieweit die ganzen Methoden auch tatsächlich eventuell der Realität entsprechen könnten. Falls ihr die Serie schon gesehen habt, dann schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu Unreal und ansonsten viel Spaß vor der Glotze. I'm committed to honesty, no lies. Is that really what you thought your problem was? Lying? Everlasting is about to be canceled for real. I need you. I know you could do too. It's gonna be a great season. Let's do this. Action already. She's hot, smart, but single. Let's get this sausage party started. Not in the face. I thought women were dramatic. From this moment forward, the only rules are the rules that I make. I don't think she's got it anymore. She's smart. We can't handle her the same way. I don't trust you as far as I can punt you. If she's not feeling it, we make her feel it. Make some drama, and I need it now. You crossed a line. Oh, suddenly there's a line? It's the little things in life that I feel. She always protects the star. No, she always protects the show.